Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Aloha. So, und wenn ihr jetzt mal guckt, also die Zeit, bis das Ding vorbeigefahren ist, so lange dauert das, bis ein Kilometer Zug vorbeigefahren ist. Stoppe die Zeit und wir sind bei knapp einer halben Minute. Ist doch nicht schlecht, ne? Ja. Und da verschwindet er. Weg ist er. Ha! So. Ja, wir haben uns heute mal wieder überlegt, Mensch, der Nahverkehr in Kantopolis, das könnte durchaus nochmal ein kleines Upgrade bekommen, weil wenn wir uns mal angucken, haben wir hier auf der Ecke nicht eine Linie. Hier oben haben wir ein bisschen was, da haben wir auch noch ein bisschen was abgedeckt, aber hier unten müssen die alle mit dem Auto fahren. Und wie man das auch sieht, machen die das auch. Das wollen wir aber gar nicht. Genauso wie das hier wollen wir auch nicht. Wenn einer hier eine Straße baut, unwillkürlich, dann bin ich das. So, also, wir werden jetzt hier eine Ringlinie einrichten, die in... Kann eigentlich auch in zwei Richtungen fahren, ne? Ja. Ja, schon. Genau, können wir eigentlich so machen. So, und hier haben wir immer noch die verkehrstechnische Straße, aber wir kümmern uns gleich um die andere Linie. Ich möchte aber hier nochmal etwas ausprobieren. Wir haben eben mal geschaut, was würde es kosten, wenn wir diese Straße auf vierspurig ausbauen. Es würde uns 9 Gebäude kosten. Die 1,8 Millionen sind jetzt nicht dramatisch, aber die 9 Gebäude. Weil die passen dann nicht mehr so schön hier neben dem Bahnhof hin. Und ich finde das so toll, wie das da aussieht. Und deswegen habe ich mir überlegt, wenn wir jetzt das Autosave abwarten, dann können wir das Teil mit Shift-Taste gedrückt, nur hier vorne den Teil ausbauen. Und dann hätten wir die Abbiegerspuren einzeln. Und das wäre schon eine ganz coole Sache. Und da würden wir nur ein Gebäude verlieren. Alle anderen verschiebt er. Und das möchte ich eigentlich mal machen. Zwar haben wir jetzt auch eine Ampel, aber die können wir auch wieder entfernen. Zack, ist das Gebäude, was wir eben verloren haben, auch schon wieder da. Wir haben mal kurz auf die Flatter wieder runtergeladen. Jetzt haben wir die Linksabbieger quasi auf eine extra Spur und unsere LKWs, die alle rechts abbiegen, genau wie der Bus. Die können in Ruhe rechts abbiegen und sind vom wartenden linksabbiegenden Verkehr. Ach nee, gar nicht, die fahren geradeaus. Aber ist auch so okay. Die sind halt von dem anderen normalen Verkehr so ein bisschen getrennt. Man könnte das jetzt noch so bauen, dass wir sagen, okay, wir wollen hier nur den Busverkehr und den LKW-Verkehr, also eine eigene Spur sozusagen. Und die anderen sollen alle hier fahren, aber müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Ich finde das so erstmal okay. Wir können aber mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ob das so in die Hose geht oder ob das so besser läuft. Ich weiß es noch nicht. Wir schauen mal. Wir machen jetzt erstmal eine andere Linie, weil, wie gesagt, die müssen hier immer laufen und das finde ich, ja, unfair, möchte ich schon fast sagen. Ich möchte nicht diese hellen Straßen hier drin haben. Wenn, dann sollen sie die schönen alten Straßen haben. Oder gar keine Straße. Okay. Also, diese Ringlinie möchte ich... Ja, möchte ich hier vom Bahnhof beginnen. Und fahre dann hier hoch. Dann gucken wir mal, wie weit reicht das Ganze. Das heißt, wir können jetzt mit der nächsten Haltestelle hier oben den Umstieg machen. Die einfache Weise des Umstiegs. Fährt hier ein Bus durch. Achso, der fährt als Transfer. Okay, ja, dann machen wir das anders, damit wir unseren eigenen Bus hier nicht aufhalten. Machen wir eventuell hier einen Umstieg oder hier um die Ecke den Umstieg. Damit es ein bisschen besser aussieht, wählen wir um die Ecke den Umstieg. Weil dann können sie nämlich von hier aus in sämtliche Richtungen abbiegen. Also sie können umsteigen in die Haltestelle, die ja hier abbiegt, hier unten wieder zurückfährt. Oder halt auf diese Linie, die hier hochfährt. Oder auf diese Linie, die hier weiter hochfährt. Also hier sind ja sämtliche... Achso. So habe ich das gemacht. Wieso habe ich das denn so gemacht? Moment.
Ich muss da mal kurz was klären. Ja, die eine Haltestelle hier unten hat mir später hinzugefügt. Ja. Achso, können wir ja gar nicht. Ich muss ja da unten. Aber die Haltestelle gehört ja dazu. Okay. Ich muss doch nichts klären. Dann ist es so, wie es ist. Wir nehmen es so mit. So, dann können wir hier hinten noch einen Umstieg machen. Wo sie halt auch von hier aus umsteigen können auf diese Linie, um direkt zum Bahnhof zu kommen, wenn sie von hier oben rübersteigen. Nach heftigen Turbulenzen wieder zurück in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Hey, hey, sagt er. Lord Oberleitung, vielen Dank für dein Tier 3 Sub, 39 Monate Support. Vielen, vielen Dank für deinen Support und schön, dass du dabei bist. So, wir werden uns hier noch die Haltestelle gönnen. Auch wenn das jetzt nicht so weit weg ist von dem anderen, aber wenn sich jetzt hier zum Beispiel etwas bildet, wovon ich nicht ausgehe, weil da die Bahnschiene ist, und dann fahren wir zurück zum Zopf. Wir bauen uns eine neue Linie. Nahverkehr Kantopolis 4. Warum ist 4 über 3? Weil hinter 3 noch was dran steht. Oder du einen Tippfehler drin hast. Ich tippe eher drauf, dass er die Länge. Ja, okay. Das ist ein doppelter. Ja. Ja, gut, ich wollte es nur mal ausprobieren. Ich wollte es nur mal ausprobieren. So, wir fangen an hier unten. Fahren um die Kurve rum hier hoch. Umhin. Das hat er gut gemacht. Und halten hier nochmal an, sind nur 4 Haltestellen. Das geht aber. Ich würde jetzt hier nicht noch eine weitere hinzufügen. Das bringt auf der Strecke eigentlich wenig. Cool. Dann sind wir da ja auch schon mal mit so weit im grünen Bereich. Soll ich dir mal was sagen? Ja, du hast Nachrichten. Was habe ich? Nachrichten. Nein! Das kann aber nicht sein! Doch. Okay. Daily News. Vollbremsung. In einem Land, wo die Zeit nie mehr tickt. Uhrmacherinnung meldet Insolvenz an. Bernd an der Uhr gedreht. Hauptgeschäftsführer der EDU beklagt die Folgen des Zeitanhaltegesetzes Zahl G. Fordert Schadenersatz von der Newcante Logistikgruppe. Schadensersatz? Ich habe kein Geld. Boah, nur 59 Millionen. Passt schon. 37, ach nee, 59. 37 war der Umsatz. Ja, wir sind gleich in dem Bereich, wo wir gleich stoppen werden. 24.12. 24. möchtest du? Ja, immer wieder. Ein dauerhaftes Weihnachten, bitte. Ja, gut, okay. Dann pinnen wir uns jetzt einfach mal an den Zug hier an. Und genießen so ein bisschen die Mitfahrt. Und dann kann ich mich hier auf die Zeit konzentrieren, dass ich das nicht verpasse. Das ist ja immer so eine schwierige Sache. So, 22.12. Hoppala. 23.12. Ist jetzt schon in die Pause gegangen? Ne, jetzt 24. So. Und damit ist jetzt das Enddatum erreicht. Sind das beim 24.12.1949 und das ist jetzt quasi unser Late Game, was wir in diesem Speicherstand haben werden. Und da bin ich sehr gespannt, was da auf uns zukommt, was da für Probleme aufkommen und so weiter und so fort. Also das wird eine ganz spannende Geschichte, glaube ich. Weil wir werden mit Sicherheit Kapazitätsprobleme haben, weswegen wir die 1 Kilometer Bahnhöfe dazu genommen haben, sprich um 1 Kilometer Züge zu machen, die Kapazitäten zu bekommen und halt auch die Länge der Züge zu nutzen, um halt Mehrfachtraktionen zu fahren, wie zum Beispiel unsere Fünffachtraktion für den Holzzug und halt auch andere Steinzüge, die haben wir ja auch in Mehrfachtraktion. Also das wird nachher so das sein, was was wichtig ist. Ne? Doch, kann man so sagen. Eigentlich wollte ich jetzt hier
die Straße noch schnell anschließen hier oben. Aber ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt... Und da noch einen kleinen Ticken höher. Boah. Jesus Maria. Was der wieder baut. Ich meine, wir gehen da hinten an eine Schiene ran, aber dann können wir ja noch abreißen und anders bauen. Aber muss ja nicht Holz, haben wir da nicht. Nee, oh, das wäre ein bisschen verletzend, glaube ich. Nee, das sieht doof aus. Stein könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja. War das. Und der Stein in der Mitte soll alles halten. Krach! Nee, sieht gut aus. Ah, den letzten Meter noch abreißen und wieder neu bauen. Und die Ampel vor allem entfernen. Ja, ich hatte nur geguckt, ein bisschen Hockel hat er hier, aber ich finde das jetzt nicht dramatisch. Ja, oh. Hatten wir schon deutlich schlechter gesehen. Ja. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so cool aussieht. Ich hatte jetzt mit mehr Brücke gerechnet, aber ja, okay. Bin ich mit zufrieden. Guck mal, dann können wir nämlich hier direkt, oh halt, nicht so direkt, sondern eher so direkt anschließen. Aber sind wir auf Höhe der Schiene, also es ist ja... Ich gehe da mal in den Keller holen. Ja. Das ist schon wieder schlimm. Ja, ne? Ich find's auch grausam. Wenn die nachher noch befahren ist, so richtig so straßentechnisch auch noch. Läuft. Ja, das sind so die Glücksmomente in der Staffel, wo man so sagt, alter Schwede, wie hast du das denn schon wieder hingekriegt? Und Kante nur sagt, keine Ahnung, das ist so passiert. There is no reason. Da ist kein Grund dafür. Genau. So, was bastelst du denn da schön also rein? Das sind ja alles Fernbusse hier, die haben hohe Geschwindigkeiten. Der auch. Die haben alle hohe Geschwindigkeiten. Ich würde da gleich mal den Großraumsattel einsetzen. Sie werden eh kommen. Glaube ich nicht. Auf der Saurer hast du, glaube ich, noch nicht im Einsatz, oder? Saurer? Habe ich noch nicht. Mir jetzt keine Schuld bewusst, dass ich den irgendwo schon gesehen hätte, aber gut. Man wirft mir ja auch vor, ich bin ja unaufmerksam. Echt? Mhm. Oh, das tut mir leid, Manu. Nee, hatten wir schon. Ja. Und dann Nahverkehr Kantopolis 4. Passt ja wohl sowas von in die Zeit. Die Farbe. Mhm. So, jetzt bin ich gespannt. Fahren Sie links oder rechts? Also theoretisch einfacher Weg links. Ja, meine Fahrer. Das ist so, ne? Dann können wir ja gleich die Strecke da mal mit hochfahren. Ja, zumindest den Ansatz mal mitmachen, ne? Ja, bis zum Tunnel. Der Rest kennen wir ja schon. Ja. Ach, hier hat mir die Straße auch neu gebaut. Aber ist jetzt auch kein Drama, finde ich. Kann man gut machen. Kein Zug hier auf der Strecke da. Kann der nur. Tja. Schade. Da ging die neue Strecke hoch, ne? Das weißt du? Mhm. Wo fährst du hin? Ach, guck mal, ein paar fahren da hoch. Komm, dann nehmen wir den anderen. Wenn der mich veräppeln will, der fährt auch geradeaus. Der fährt hoch. Genau. Gut, dann fahren wir halt hinterher. So. Da hat er mich geärgert. Ja, wenn du ihn an einem anderen Ende der Linie einsetzt. Ja.
Ja, gut. Fahren die denn hoch? Fahren die ganz hinten rum und dann hoch? Das ist ja krass. In die Stadt rein, ja. Oh, guck mal, da fällt gerade ein Zug. Das ist ja toll. Mm. So muss das. Und dann hier so eine Brücke mit Straßenlaternen und so. Kaum hast du die Straße gebaut. Ja. Waren die Autofahrer schon da drauf. Ist ja auch ein bisschen Führung, ne? Ja, raus aus der Stadt. Raus aus der Stadt und nicht bei den LKWs mit über die Straße, bitte. So, den Quatsch kennen wir hier schon. Das haben wir ja schon mal gebaut, gefahren. Wir gefahren noch nicht, aber... Nö, aber schon mal bis zur Brücke vorne, dann haben wir die LKWs ja schon mal benutzt. Genau. Guck mal, hier stehen schon Umsteiger, 12 Stück. Hier steht auch ein... Oh, 10 Fahrgäste. Nicht ein, sondern 10. 3. Was steht am Bahnhof unten? Wie viel möchte ich damit? Am Bahnhof... 39. Also schon 4 Busse voll. Jetzt hier, ach, die fahren hier hinten rum. Die wollte ich ja doch nur noch irgendwo einen Snack abholen oder sowas. Das gibt's aber gar nicht. Nee, die gucken sich ihren alten Arbeitsplatz an. Die Fahrer. So schön nostalgisch. Ja, guck mal, da vorne sind wir doch früher immer lang gefahren. Ihren alten Arbeitsplatz haut der Manu raus. So, hier haben wir den noch. Das ist auch vollgeladen. Das ist doch super. Werkzeug läuft, Holz läuft, der holt auch Werkzeug ab, läuft auch. Also wir haben hier alles im Griff, sehe ich. Oh, hier kommt noch hier. Das ist ja richtig Action jetzt, ja? Ach, das ist noch ein kleiner. Kleiner Holzzug, ja. Ja. Ach, kurz mal für Holzbretter herbringen, 11 Millionen kassiert. Was dann Werkzeug so durch die Gegend geschuppert wird. Das ist schon einiges, ne? Das finde ich cool. Also es läuft alles gut. Ich bin da sehr guter Dinge. Jetzt haben wir hier noch, in Highbanks hatten wir noch eine Anfrage vom Bürgermeister. Wir wollten einmal ein bisschen nachhelfen, was Straßenbau angeht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Waren hier auch alte Straßen gewünscht? Nee, hier war neu, glaube ich. Hier war neu, ne? Bin ich auch der Meinung. So. So. Also, wir hatten ja schon mal vor geraumer Zeit, ich weiß gar nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt, hatten wir schon mal den Plan, weil hier werden auch alle verschoben. Ja, bauen. Was ist hier? Auch nur verschoben? Das ist ja cool. Okay, hier werden entfernt. Das wollen wir nicht. Entfernen wollen wir auch nicht. Nein. Ach, 2 werden nur entfernt. Und dann auch noch 2 kleine bloß da vorne. Ja, ja, genau. Wenn wir jetzt hier vorne nur machen würden. Der Anfangsruf aus dem Twitch-Chat. Drück, drück. Na komm, die bauen sich eh gleich wieder dahin. So, und dann müssen wir jetzt hier noch eine Straße zaubern. Ihr wisst ja, im Zaubern bin ich nicht so gut. Nein, Hexerei. Oh doch. Hm, klappt wieder. Okay. Ja, ja. Ja, sauber gebaut. Okay. So, hier wollten wir jetzt noch eine kleine Entlastungslinie machen. Des Weiteren war hier noch der Wunsch. Das können wir ja im Grunde genommen. Warte mal. Machen wir ein bisschen
easier. Das war jetzt zu easy. Gerade Straße. Das kommt ungefähr hin. Und dann können wir nämlich, um den Verkehrsfluss zu optimieren, setzen wir einfach hier die Straße so ran. Dann können wir hier nämlich, wir wollen nämlich die Tram, die Ringtram wollen wir nämlich erweitern. Um das Stück hier, dass wir hier hinten weiter rauskommen. Ja. Die Straße können wir dann ja auch modernisieren. Und die auch. Und die auch. Und die auch. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja. Aber auch. Was mit dir? Nein. Das kann ich nicht verantworten. So, Werkzeuge. Elektrisch, Oberleitung, ja. Ja, bei dem Umbau ja, aber das andere darf ja ein Bus werden. Ach ja, das darf ja ein Bus werden. Damit wir uns keine Trams hier fehlleiten oder so. Also hier rum, ja. Dann brauchen wir noch Haltestellen. Da können wir die hier ist, ja behalten. Dann würde ich hier hinten auf der Geraden, falls sich hier noch was erweitert, jeweils gegenseitig bauen. Ja. Und die hier in der Seitenstraße ist, würde ich hier auf die Hauptstraße verlegen. Damit wir hier unten auch die Seitenstraße mit abgedeckt haben. Die reicht genau bis dahin, wa? War so. Naja, müssen wir da nochmal mit dem Bus rein irgendwann. Gut, also werden wir die jetzt mal ein bisschen umsetzen. Wir fangen an mit der roten. Rot-orangenen. Kapazitär sind wir ja gut aufgestellt. Die haben wir schon lange im Minus. Aber haben wir gesagt, das lassen wir so. Linie verwalten wir und dann fahren wir von Haltestelle 4. Nehmen wir Haltestelle 5 raus. Und fahren dann von Haltestelle 4. Ja, nach raus zur 10. Straße und zur Lakeview Street. Das war's schon. Hat super geklappt. Das Ganze machen wir mit der anderen, die ist direkt da drunter. Dann nehmen wir auch die 14. Straße raus und fahren von der Williams Street hier oben, natürlich diesmal andersrum. Erst zur Lakeview, dann zur 10. Straße. So, zack, die Trams haben wir schon mal umgelegt. Und jetzt bauen wir uns noch eine neue Linie. Ach, stand mal ein paar Haltestellen, oder? Auch das, ja. Wäre von Vorteil. Banks Bus 1. High Bank City Bus. Ja, was? Was? Delta war Alter, was? Mm. Alter. Okay. So, wir brauchen einen Umsteigepunkt. Wir wollen hier rum. Das heißt, da ist unsere schöne Haltestelle. Wir werden. Ja, damit wir von allen Seiten alles mitkriegen. Da fahren wir andersrum? Nee. Doch, würde ich machen, weil da fährt ja die. Warum fährt die Brötchen dran? Die Steinchen dran. Die fährt von hier, von der Hauptstraße aus rechts ab und hier unten hält sie. Also müssen wir auf der Insel, also auf der gegenüberliegenden Seite. Andersrum. Also müssen wir hier reinfahren machen. Gut, Manu. Also hier reinfahren, da können sie umsteigen. Dann fahren wir hier rum um ein Eck. Nach der nächsten Kreuzung dann vorne am anderen Ende noch mal, oder? Oh ne, von der Fläche her reicht es mitten in der Straße. Genau, wir nehmen hier immer mitten in der Straße
Und hier machen wir das auf unserer schön gebauten Straße. Und dann halten wir hier unten nochmal unter der Brücke. Dann fahren wir hier nochmal mitten rein. Wo sie ja natürlich auch noch umsteigen können. Aber da haben wir mit dem hier natürlich noch einen schönen Verteiler nach hier oben. Dann können sie hier nämlich auch umsteigen auf die Sunset Street. Und dann läuft das. Sonnenuntergangsstraße, ja. Ja, Sonnenaufgang. Sunset ist down. Nee, es ist Sundown. Ja, Sunrise ist auf. Sunrise ist Sonnenaufgang und Sunset ist Sonnenuntergang. Wir erinnern uns alle an das nette Lied The House of the Rising Sun. Das stand nicht umsonst in Asien. Kenne ich nicht, das Lied. Und nein, ich werde in einer Aufnahme oder Livestream nicht singen. Ach Mann. Ja, nicht, dass du noch einen Copyright-Claim auf das Video kriegst oder eventuell sogar noch wegen ungefährder Schriften, weil ich so schräg sing, dann was am Hals hast. So, wir brauchen jetzt noch ein paar Busse. Können wir denn da mal nehmen? Das sind ja Rosse. Die Twin Coach würden da ganz gut reinpassen. Oder diese, ja gut, die Greyhounds mit 80 sind noch ein bisschen heftig, aber die hätten einen guten Anzug. Die hätten gut Leistung, ja. Was ist mit dem Semi-Cruiser? Eins unten drunter. Der hat mehr Kapazität. Oh, 74 Emissionen. Ich glaube, das möchte keiner in seiner Stadt haben. Aber der hier mit 61 Emissionen, der Semi-Cruiser, der erste, der ist ja gar nicht mal so unattraktiv. Oh. Oder der hier? 62. Hat der kleine Twin Coach ja schon richtig. Die Renault möchte. Renault. Ja, wir können auch immer noch tauschen. Hier kommt 58 hier Emissionen. 14 Kapazität ist auch super. Ja. 4? 5. 6. Gut, alles klar. Ne, 6 ist glaube ich zu viel. 5 rein. So, oh, 10 hätte er gerne. Damit du deine defizitäre Daseinsberechtigung behältst, ja. Highbanks Citybus. Ja, okay, Highbanks Citybus. Schön oldschool. Sieht von aus wie Pflegereifen. Ja, ne? Oder eher wie Asphalt-Rennscheibe. Ja, aber ist auch schon so dieses freistehende Rad, ist schon ein bisschen sexy, ne? Wenn das heute einer baut, dann heißt entweder du bist jemand hier Formel 1 Ingenieur oder du hast noch nicht beim Aerodynamikkurs aufgepasst im Studium. Und heute darfst du so auch nicht mal mehr bauen. Da wäre ich noch nicht immer so sicher. Naja, du darfst nicht mal mehr ohne Radkappen, ohne dass die Radbolzen abgedeckt sind, darfst du nicht fahren. Nö, aber es ist. Weil es ja eine Unfallgefahr ist. Und da ist ja auch kein Schutz, dass der Reifen nicht dann. Ne? Also, zum Beispiel bei Traktoren ist eine Radabdeckung nicht Vorschrift. Nee, das ist aber kein Traktor. Mit Traktor fährst du keine Personentransporte. Ja gut, müsste man jetzt mal kurz in Flensburg anrufen beim Kraftfahrtbundesamt. Ja. Ups. Gut. Wir schalten mal eben live, Moment. Nein, machen wir natürlich nicht. Aber falls da jemand Informationen hat, gerne mal in den Kommentaren. Ja, das würde mich auch interessieren. Vielleicht wissen wir mehr als wir. Wir haben doch sicherlich sachverständige Personen in dem Zuschauerumfeld. Schön gesagt. So. Er hatte Orange angefragt. Kriegt er auch gleich. Wie war das? Ich glaube, du hast da so ein kleines innerstädtisches Verkehrschaos.
Ja, irgendwie hört das nicht auf. Das sind aber auch nur die LKWs, die hier alles blockieren. Ich würde ja schon fast sagen, dass du die eine LKW-Haltestelle vielleicht irgendwie ums Eck bringen musst. Ich meine, nicht umbringen. Ja. Könnte man sich vorstellen, ja. Mal gucken, ob du die Straßen vielleicht auch breiter hinkriegst da. Könnte eng werden. Sechs Gebäude werden entfernt. Zwei Gebäude werden entfernt. Drei Gebäude werden entfernt. Fünf Gebäude werden entfernt. Drei Gebäude werden entfernt. Ein Gebäude wird entfernt. Zu spät ausgebaut. Mhm. Ja, ich hab's verkickst. Aber deutlich verkickst. Ja, also würde ich jetzt mal dafür plädieren, dass du mal schaust, ob du die Haltestelle um die Ecke bringen kannst. Das Problem ist ja, dass alles beidläufig ist. Ne? Ja, aber das Anhalten, das... Oder vielleicht nur den Bereich, wo die halten, breit machst. Das könnte man versuchen, ja. Aber der andere ist ja auch voll hier. Ach komm, ich investiere das jetzt mal. Ist ja meine Stadt, die ich kaputt mache. Gucken wir mal, was mit Ampelschaltung besser geht. Glaube ich eher weniger, mal. Wir fahren keine LKWs links rum, Leute. Noch nicht, aber gleich. Hast du mit Nein. Ding gebaut gehabt? Ja, du hast mitgebaut. Nee. Mit Busspur. Nein. Habe ich nicht. Um das mal zu zeigen, wo ist der normale Ablauf der Straße? Mhm. Der Bus hat sich jetzt auch gerade gesagt, nö, das wird gar nicht fahrbar lassen. Ich habe schon überlegt, ob ich hier ein Terminal hinsetze, zum LKW entladen. Aber okay. Wohin? Es ist ja einfach eine fehlentwickelte Stadt. Ja. Weil die sich halt hier hinten nicht weiter ausbreiten konnten. Deswegen mussten die mit den Bausteinen alle mitten mit rein in die Stadt. Also ich würde sagen, der Nahverkehr ist irgendwie schlecht organisiert. So viele Autos wie hier durchfahren. Ja. Aber wäre mal die Frage, wo kommen sie denn her und wo wollen sie denn hin? Wir wollen alle quer durch die Stadt, weil die alle von hier hinten kommen. Von Aschaffenburg. Ich könnte natürlich versuchen, die Anklemmerei unten auf die andere Straße zu bringen. Ja. Also dann am Bahnhof unten langfahren oder so. Du kannst doch dein goldenes Dreieck da vorne, wo früher die Straßenbahn und die Busse gekreuzt haben, doch mal langsamer machen, oder? Oh, nicht viel. Müsste ich eine noch kleinere Straße bauen. Ich möchte eigentlich nicht verkleinern. Ja. Aber wenn wir jetzt
diese Straße mal nehmen. Da, wo sich jetzt gerade das Industriegebiet hinbaut. Das ist neu, ja. Ja, mit Brücke rüber wird das, glaube ich, auch wohl. Das wäre normale Höhe, dann wird noch ein höher gehen. Ja. So. Halt. Jan ist da. Warum hat der jetzt da eine Kollision? Mit dem Gleis. Ich. Nimm mal eine andere Brücke, bitte. Nee, geht schon. Aber ich kann auch eine andere Brücke nehmen, ja. Aber der wird da auch, weil es zu flach ist. Mhm. Mach noch einen kleinen Buckel rein. Ja, ich weiß, ich zerstöre jetzt hier ein bisschen Häuser und sowas alles, ist aber jetzt kein Drama. Ah, ich mache mal kurz Pause. Ja. Halbe Stadt abgerissen, zum Wohl der Zukunft. Ach nee, wir haben ja gar keine Zukunft mehr. Für das hier und heute. Zumindest ein kleines Stück. Gerade, damit wir da mit der Straße ran gehen können. Und dann hier runter. Da willst du nicht mehr, ne? Hab ich mir fast gedacht, dass du so einer bist. Von unten auch. Und dann ausfüllen, oder? Ja, aufschütten. Aufschütten, dann. Die Seitenstraße geschickt da drauf zaubern. Erst ein Stück gerade raus wieder. Guck mal, Manu baut gerade. So geil, Alter. Oh Manu, du bist einzigartig, ey. Ein bisschen nach rechts schubsen. Ja, okay. Schubs. Treppenstufe rein, aber passt. Nee, will ich aber nicht. Noch eine halbe Million. Die Gebäude kommen auch von alleine weg oder so. Ja. Ja, das, genau so will ich das haben. Und wie viele fahren jetzt rechts rum und wie viele links rum? Ja, jetzt fahren die meisten natürlich links rum, aber wir können ihnen das ja gleich ein bisschen verklickern, ja, wenn wir zu fahren haben. Und dann könntest du die wirklich großteils aus der Innenstadt rauskriegen. Das ist natürlich richtig gut. Das gefällt mir auch. Da sieht er da oben. Bei 3 Stockwerke Kreuzung. Mhm. Ja, ist halt so. Ampeln brauchen wir nicht. Kaufen werden wir die Straßen aber auf jeden Fall. Nicht, dass da noch hässliche Sachen passieren. Kommen da noch komische Ideen auf. Der Rest ist mir egal. Und hier kaufen wir auch. So. Jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir hier irgendwie. Da wird wohl ein Feld bei drauf gehen. Nö, ich würde da eher zu einem Tunnel tendieren. Ein Tunnel? Mhm. Bisschen absenken. Die Brücke ist ja wohl, ne? Eine amerikanisch-kantastische. Also den Zubringer Steinbrücke und dann in die grüne überwechseln. Geht das? Ja, müsste gehen. Juristisch, ja.
die grüne auswählen. Ja, Moment. Noch ein bisschen ziehen und zuppeln. Ja, sehr gut, Manu. Weiter. Und dann OK drücken und den Rest wieder in Stein machen. Wir müssen noch gucken, ob wir die andere Brücke eventuell umwandeln. Wegen Straßentyp, ne? Aber es geht eigentlich. Lass mal die Laternen gleich bleiben. Oh. Wann die wohl in Gang gekommen? Ich habe jetzt gerade gehört, neue Patches. Im Zulauf, ja? Im Zulauf, ne? Ja, und hier könnte man jetzt eine schöne T-Kreuzung hinbauen. Oder von Aschaffenburg so die Hauptstrecke bauen und der Rest dann nur so als kleiner Feldweg nach Antopolis. Ja, geht gleich los. So, weswegen ich das jetzt kurz mal so baue, hat folgenden Hintergrund. Aber wir müssen ja, und damit wir in der Hauptverbindung bleiben, müssen wir ja die Straßenverbindung halten. Achso, dann müssen wir andersrum bauen. Wir müssen mal kurz eine Umgehungsstraße bauen. So, Ups. Wir können wieder Play drücken, weil wir haben ja alles am Laufen. Dann machen wir eben nämlich eine Umgehungsstraße. Zack. Und dann können wir ohne Probleme die Straße hier nämlich abreißen. Zack. Und dann können Sie hier drüber fahren. Genau. Hier kommt ihr nicht weiter. Wo kommt schon der erste rüber? Ohne dass ich gesagt habe, dass sie darüber fahren sollen. Ihr braucht da gar nicht erst gerade. Genau, du machst das richtig fein. Braucht nämlich das Stück hier noch, damit wir den anderen Kram ausbauen können. So, jetzt haben sie alle gemerkt, dass sie da nicht mehr lang fahren brauchen. Das nehmen wir auch mit. Ich habe noch Play gedrückt. Warum steht er hier? Achso, der wartet auf freie Wege. So, dann nehmen wir wieder unsere Überlandstraße. Reißen die nochmal kurz weg. Und können dann aufgeschüttet. Letztes Stück immer noch mal wieder wegreißen, dann kriegt man das nämlich noch ein bisschen schöner hin. Dann arbeiten wir das um, nehmen die Ampel weg. Alter, was ein Verkehr hier, ey. Ich ärgere mich mal wieder. Die Umgehungsstraße ist gerade wieder geschlossen worden. Aber ich sehe auch gerade, ich habe da was falsch gemacht. So kriegen wir zu Manu ja nichts an Fahrzeugen hin. Also ein bisschen stromifiziert. Zubringerverkehr wenigstens hat. Ja, da hast du ja die Kreuzung schon. Ach stimmt, da habe ich ja keine Kreuzung. Da kommt der unten. Da kannst du wieder zurückbauen. Bis hierhin haben wir alles. So. Hier könnte es natürlich noch mal eng werden. Das habe ich mir fast gedacht. Mit den Bahnübergängen. Ja. Ach so. Ja. Boah. Einfach so lassen, wie es ist. Ja, ich denke auch. Der Verkehr geht aus Kantopolis raus, der Rest ist mir ja egal. Ja. Staut sich weit genug auf der Strecke raus. Also. Ja. Ich würde nur die Zufahrt nach Kantopolis einfach noch langsamer machen. Noch langsamer, meinst du? Oder noch schwieriger, dass sie
Warte mal. Wir trennen sie auch hier. Ja, ich würde jetzt einfach mal schauen. Warte, da. Achso, das ist Landstraße. Wenn du Landstraße ausmacht, verlierst du die Häuser. Genau. Das ist die. Ne, das möchte ich auch nicht. Ne. Nö. Trotzdem an der Gerichte. Ja, wo wollen sie denn hin? Wo wollen sie denn hin? Das weiß ich nicht. Das ist mir auch egal. Die sollen da nicht reinfahren. Warte, Landstraße. Nicht die, die etwas größere. So. Okay, der Schwenk war zu leicht. Der LKW fährt hier auch rein. Ne? Mhm. Was ja nicht per se nicht schlimm wäre. Letzten ja schon mal aus dem Stadtbereich weg. Erst einmal. Und der fährt ja auch nur die Außenbezirke da an. Pass auf. Habe ich voll krass Idee? Mhm. Könnte vielleicht helfen. Meine Busspur. Ja, ich hoffe, die gewöhnen sich dran und dann soll das auch eigentlich alles klappen. So, dafür, dass wir eigentlich nur eine kurze Aufnahme machen wollten, sind wir jetzt schon bei 47 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, der nächste Zug für das Steinchen-Thema kommt dann in der nächsten Folge. Da gehe ich auch von aus. Der Verkehr hier hat sich noch nicht gebessert. Nein, nicht annähernd. Weil natürlich auch die andere Linie hier mit durchfährt. Die goldene, die müssen wir eventuell mal rausnehmen. Goldene? Die goldene könnte hier mit rausfahren. Weil hier fährt eigentlich gar nichts raus. Ja, dann kannst du hinten um die auf die Umgehungsstraße schicken. Genau. Bahnhof lang irgendwo. Schicken. Dann kann Bahnhof lang. Bahnhof mit wieder hier rauf. Ja, müssen wir gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Wie sehen hier die Steinlinien aus? Ja, rentieren sich noch, bringen auch alles, was hier produziert wird. Zumindest auf dem einen Bahnsteig bringen sie alles hoch und alles andere kriegen wir auch alles hin. Wie voll ist jetzt? Ah, nicht ganz. Aber schon ganz gut. Das ist schon ganz gut so. Okay. Ja, man sieht hier auch schon, wie weit der Stau geht, ne? Mhm. Warum fahren die Autos alle mitten durch? Die fahren hier ja schon rein. Ja, kürzeste Strecke, ne? Du hattest ihnen eigentlich Alternativen aufgezeigt. Das habe ich. Die kommen alle von hier rein. Und die wollen... Was man nicht sieht, wo das ist. Gewerbegebäude? Und wo steht das Gewerbegebäude? Wohngebäude. Wie gesagt, ich würde das schaffen. Ja. Ich würde einfach mal die LKW-Haltestelle überlegen, ob wir die um die Ecke kriegen.
Ja, aber es ist ja nicht nur die LKW-Haltestelle, es ist ja hier alles. Die Kreuzung, aber die ist auch völlig überladen. Wenn du die hier wirklich geradeaus fahren lassen würdest, die LKWs, beim Zurückfahren, wird echt wahrscheinlich was bringen. Wenn du dann keinen Linksabbieger hast. Ich würde sagen, das gucken wir uns nochmal an, aber nicht mehr in dieser Folge. Nicht mehr in der Folge, oder? Nö. Weil wir müssen ja hier hinten alles mit abdecken. Und dafür brauchen wir hier hinten die Haltestelle. Ja, das ist die Bushaltestelle. Wo ist denn die Bushaltestelle? Ja, die ist eine Straße weiter. Da kommst du an, drehst rum und fährst rum. Lass sie doch an. Ja. Dann lass sie doch hier hinten rausfahren. Ja, genau. Lassen wir sie da hinten rausfahren. Und da, ja, genau nach der Brüssel. Ja, da gerade. Irgendwo. Gerade runterkommen lassen. Ja, auf der wenig befahrenen hellen Straße. Eine LKW-Linie. Und dann eine Linie verwalten nach der Landwegpunkt 3, den muss raus. Lukas, obwohl die ist auch nicht schlechte Idee. So quer, ja. Auch Seitenstraße. Ne, wir nehmen den jetzt ganz raus. Lass uns das ausprobieren. Fährt er hier hinten rum. Dann müssen wir ihm da unten auch noch einen Wegpunkt geben, sonst fährt er hier bald quer durch. Von hier aus fährst du noch dahin, bitte. Ja. Auf die Brücke. Genau. Also die Hälfte vom Verkehr wieder raus. Zumindest das, was hier durchgeht, ne? Mhm. Und hier steht ja auch viel, weil die hier einfach nicht weiterkommen. Also, ich habe auch immer noch die Ampel an. Was? Fahren. Verrückte Welt hier. Aber wir kriegen das alles hin. Die haben wir ja bald raus, die Grünen. Die fahren ja dann die große Umgehungsstraße zurück. Und vielleicht kriegen wir die Reihen ja auch noch ein bisschen anders. Dass wir nicht alles hier über dieses Pulk fahren. Deswegen haben wir die große Straße jetzt da gebaut. Und versuchen mal, dass wir die ganzen Leute hier so ein bisschen rauskriegen. Wollen ja alle immer noch viele abbiegen, aber viele fahren hier auch schon geradeaus. Und das ist ja auch das, was wir wollten. Na, dass wir sie hier rüber rauskriegen und die so um Kantopolis rumfahren. Ach, hier wollen sie auch schon rein. Oh, bis hier unten stehen sie. Ja, ich würde sagen, Verkehr läuft nicht ganz so gut in Kantopolis. Aber wir gucken uns das an, natürlich in einer weiteren Folge. Hier stehen sie auch schon, wir wollen hier rum. Weil sie halt alle rein wollen nach Kantopolis. Aber es gibt ja auch noch eine andere Straße, die reinführt nach Kantopolis. Aber scheinbar nicht so interessant. Na gut. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge hier auf Kante Zock. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.